Dies ist nämlich kein Let's Play, sondern ein Erklärvideo. Und zwar geht es hier und heute um ein spezielles, seltenes, geheimes Achievement. Hier dürft ihr es sehen, es nennt sich nämlich Wo sind sie hingegangen? Alle vier Überlebenden entkommen gleichzeitig durch die Bodenluke. Das ist ein sehr schwer zu erlangendes Achievement, denn es müssen viele Begebenheiten zusammenlaufen, dass man dieses Achievement bekommt. Und zwar, entgegen der allgemeinen Meinung, dass sich die Luke bereits nach zwei Generatoren öffnet oder erscheint, ist die Wahrheit nämlich, dass sich die Luke erst spawnt, wenn mehr Generatoren gemacht sind, als Überlebende im Spiel sind. Das heißt, wenn der letzte Überlebende da ist, dann haben und es wurden zwei Generatoren gemacht, dann ist ja ein Überlebender und ein Generator mehr ist zwei. Wenn jetzt aber alle vier durch die Luke entkommen wollen, müssen vier Generatoren plus eins gemacht werden, also alle fünf. So, das schon mal zu schaffen, fünf Generatoren zu machen, ohne dass einen der Killer tötet, ist ziemlich schwer. Deswegen ist mein Vorschlag, hebt so einen kleinen Schlüssel auf und benutzt ihn erst, wenn ihr merkt, dass der Killer ein Bot ist. Und zwar erkennt man das relativ einfach, wenn ein Killer ein Bot ist. Und zwar machen Killer so ziemlich immer, also Bot-Killer, das sind Killer, die schlagen immer wieder zu. Das sind keine echten Spieler, sondern die verwenden Makros, dass sie halt immer rechts unten auf links klicken. Ich muss jetzt hier wieder leaven. Und zwar machen die immer das gleiche. Ihr habt ja gerade dieses Netz gesehen, das ist hier, das ist dann da rechts unten. Und ein Bot-Killer, der drückt immer auf fertig, nicht fertig, fertig, nicht fertig, fertig, nicht fertig. Das muss er machen, damit er quasi der Bot von einem Match ins nächste Match kommt. Außerdem macht er so die Punkte, indem sich die anderen Überlebenden quasi vor ihm freiwillig schlagen lassen. Das machen viele, weil man da Punkte farmen kann. So, ihr habt jetzt quasi einen Schlüssel und wartet auf einen Bot. Wie kommt man am besten auf einen Bot? Bots findet man meistens abends, weil die Leute quasi nicht, die spielen schon echt, aber abends lassen sie halt quasi den Computer laufen und verwenden diesen Makros. Wenn ihr jetzt quasi seht, dass unten da rechts hier jemand immer auf fertig, nicht fertig, fertig, nicht fertig drückt, dann wisst ihr, es ist ein Bot. Dann rüstet schnell den Schlüssel auf, drückt selber auf nicht bereit und schreibt in den Chat rein, dass wir alle fünf Generator machen und danach die Luke sollen. Und alle sollen zusammenarbeiten, wir arbeiten an dem Achievement. Das muss reichen. Wenn ihr einen höheren Rang habt als Überlebender, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt alle checken, was gemeint ist, viel höher. Ihr könnt natürlich auch gemeinsam als Gruppe im Teamspeak spielen. Irgendwann im Laufe des Abends, vor allem so gegen 2 Uhr, 3 Uhr nachts, werdet ihr auf einen Bot stoßen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40-50%. Und wenn ihr jetzt dann, egal wie ihr das macht, ihr habt jetzt auf jeden Fall die fünf Generatoren dann gemacht, dann sucht euch gegenseitig im Match. Am besten schreibt ihr das auch noch vorher rein. Wir treffen uns nach den fünf Generatoren am grauen Häuschen oder bei einem Ausgangstor. Und dann sucht gemeinsam die Luke. Wenn ihr sie dann gefunden habt, dann könnt ihr quasi euch alle aufstellen hintereinander. Der eine, der einen Schlüssel hat, gehüpft als erstes rein und dann müssen alle anderen nahezu gleichzeitig rein. Also 30 Sekunden bleibt die Luke offen, dann schließt sie sich wieder. Gut. Auf diese Art und Weise ist es deutlich einfacher, die Luke zu bekommen, als wirklich in einem normalen Match das zu versuchen. So, ich hoffe, das hat euch gereicht als kleine Hilfe. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, könnt ihr es gerne als Kommentar schreiben. Danke und gute Nacht.